Shalom, meine Damen und Herren, und willkommen zu Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Der Roman stammt aus dem Jahr 2006 und ist ein Paradox. Er handelt von einigen der schlimmsten Dinge, die Menschen je einander angetan haben, ebenso wie von guten menschlichen Seiten, wie der Freundschaft. Er ist ein Märchen, spielt aber zu einer konkreten Zeit an einem konkreten Ort. Er ist ein Kinderbuch, aber Kinder sollten es nicht alleine lesen. Mit dabei sind Bruno, 9 Jahre alt, aus Berlin, wo er mit seiner Schwester Gretel und seiner Mutter und seinem Vater, der immer in Uniform rumläuft, in einem schönen Haus lebt. Sie haben ein Hausmädchen namens Maria und später gibt es dann noch den bösen Oberleutnant Kotler. Außerdem viele Menschen in gestreiften Pyjamas, unter anderem ihn hier, Schmuel. Die anderen kriegen wir, wenn es soweit ist. Wir befinden uns 1942 in Berlin, wo die Geschichte losgeht. Bruno kommt nach der Schule nach Hause und läuft dann ganz aufgeregt zu Mama. Mama, Mama, die Maria packt meine Sachen ein. Ja, weil wir leider umziehen müssen. Umziehen? Und wohin? Ja, wegen der Arbeit von Papa, das ist wichtig. Und was ist mit meinen Freunden? Gib jetzt Ruhe! Sie ziehen um, Maria packt die Sachen wieder aus und Bruno hasst sein neues Zuhause von Anfang an. Boah, es ist echt doof hier. Er guckt zum Fenster raus und dann kriegt er erstmal einen Schrecken. Hä? Was ist das denn? Da ist eine Art Stadt hinter einem Zaun und alle Leute tragen gestreifte Pyjamas? Seine Schwester, der ihr das zeigt, weiß auch nicht, was es ist. Immerhin weiß sie, wie der Ort heißt. Auschwitz oder so ähnlich? Komisch, ich muss mit Papa reden. Das erfordert etwas Mut, denn der Zugang zu Papas Büro ist normalerweise strengstens verboten für Kinder, aber er klopft an und Papa sagt herein, ah Bruno, und? Gefällt's dir hier? Und er so, nein. Sag mal Papa, hast du vielleicht an der Arbeit was falsch gemacht? Dass der Furor dich damit bestraft hat, dass du hier arbeiten musst? Vielleicht können wir wieder nach Hause, wenn du dich entschuldigst. Und er ist ein bisschen verstimmt und sagt, Blödsinn. Jetzt bist du still und akzeptierst einfach, dass wir hier sind. Aber ich will es nicht akzeptieren, brüllt er. Und er so, jetzt gehst du sofort auf dein Zimmer. Aber Papa, nein. Nein, ich habe nur noch eine Frage. Wer sind denn die ganzen Leute da draußen? Soldaten. Nein, nein, die hinterm Zaun. Das sind keine Leute, also keine Menschen. Wie, keine Menschen? Nein. Und wie heißt das? Heil Hitler. Bruno meckert weiter, aber es hilft nicht, sie bleiben dort. Also versucht er wenigstens, sich häuslich einzurichten. Seine Schwester ist ja schon 12 und unterhält sich immer mit dem Oberleutnant Kotler. Und er kommt dann, hallo? Und Grete so, ach, misch dich nicht ein, wenn Erwachsene sich unterhalten. Also, Oberleutnant Kotler, gibt's hier vielleicht irgendwo einen alten Autoreifen für eine Schaukel? Und der ist erst ein bisschen unfreundlich, dann ruft er, hey Jude! Und dann kommt der Pavel. Pavel arbeitet normalerweise in der Küche. Und er sagt, besorg dem Jungen hier einen Autoreifen und hilf ihm, den aufzuhängen. Und der ist echt total nett. Er schleppt einen Autoreifen für ihn ran und dann hängen sie den in einen Baum. Und dann hat der Bruno eine Schaukel. Logischerweise schaukelt er so hoch er kann und irgendwann macht es Bang und er fällt raus. Aua, oh Gott, ich habe mir das Knie aufgeschnitten. Und der Pavel sagt, zeig mal her, ach komm, ich verbinde es dir. Und der kümmert sich um ihn und der Bruno so, oh Gott, hoffentlich ist das nichts Ernstes. Und der Pavel sagt aber, nee, das ist nichts Ernstes. Und Bruno so, das kannst du nicht wissen, du bist kein Arzt. Doch. Hä? Und wieso arbeitest du denn bei uns in der Küche und servierst uns das Essen? Pavel hat aber keine Gelegenheit mehr, es ihm zu erklären, denn Mutti kommt, bedankt sich bei Pavel, erzählt aber später, sie hätte Bruno das Bein verbunden. Ich verstehe das alles nicht und ich vermisse Oma und Opa. Oma hat immer mit uns Theater gespielt, aber zuletzt hat sie sich mit Papa gestritten wegen seiner Arbeit. Ich schreibe ihr mal. Das tut er und dann hat er leider wieder Schule und zwar Privatunterricht bei Herrn List. Immer Geschichte. Ach, es wird Zeit, dass ich mal wieder was erforsche. Also geht Bruno forschen und zwar immer am Zaun lang, was natürlich streng verboten ist, aber Forscher müssen logischerweise ins Unbekannte vorstoßen. Jedenfalls geht er stundenlang an diesem Zaun lang. Das wäre jetzt mal der Zaun, obwohl der in Wahrheit natürlich viel höher und mit Stacheldraht ist. Und dann begegnet er irgendwann einem Jungen, der da sitzt und er sagt, hallo. Und er so, hallo, ich habe geforscht. Und hast du was gefunden? Ja, dich. Also ich wohne da hinten in dem Haus und ich heiße Bruno und du? Ich heiße Schmuel. Und wie alt bist du? Mein Geburtstag ist der 15. April 1935. Nee, ne? Ich habe auch am 15. April 1935 Geburtstag und ich komme aus Berlin. Und ich aus Polen. Deutsch habe ich übrigens von meiner Mama gelernt, die ist Lehrerin. Und wo ist Polen? Na hier. Echt? Zwischendrin erinnert sich Bruno an einen Besuch des Furors bei ihnen zu Hause. Anschließend war Papa Kommandant und man musste ihm gratulieren. Aber er unterhält sich dann weiter mit Schmuel und sagt, sind viele andere Jungen auf deiner Seite? Hunderte. Echt? Und bei mir ist überhaupt keiner. Das ist so ungerecht. Hast du zufällig was zu essen dabei? Leider nicht.
Dann verabschieden sie sich, aber ab jetzt treffen sie sich täglich miteinander. Bruno bringt Schmuel was zu essen mit und sie können zwar nicht miteinander spielen, aber sie unterhalten sich immer. Und was willst du mal machen, wenn du groß bist? Dann will ich im Zoo arbeiten. Und du? Ich will ein guter Soldat werden, so wie Papa. Es gibt keine guten Soldaten. Außer Papa. Du weißt nicht, wie es hier ist. Schmuel deutet immer an, dass es schrecklich ist im Lager, aber er spricht es nicht aus. Er klärt Bruno nicht darüber auf, was im Lager wirklich passiert. Bruno trifft sich wochenlang immer wieder mit Schmuel, dann regnet es einmal so heftig, dass er im Haus bleiben muss und er guckt immer zum Fenster raus und verplappert sich. Er sagt nämlich, ach, jetzt müsste ich eigentlich bei Schmuel sein. Und die Grete so, wie, wo müsstest du sein? Und er redet sich fast um Kopf und Kragen, dann fällt ihm aber ein, bei meinem imaginären Freund, ich bin halt noch ein Kind, du Kind. Schmuel wird von Tag zu Tag dünner, dann ist plötzlich sein Großvater verschwunden und sie können ihn nicht mehr finden. Und eines Tages geht der Bruno in die Küche und da steht plötzlich Schmuel. Und er so, hä, Schmuel, was machst du denn hier? Ja, der Oberleutnant Kotler hat mich hergebracht, ich soll die Gläser polieren, weil Brunos Papa Geburtstag hat und es eine große Feier geben soll. Und sie unterhalten sich ein bisschen, Bruno nimmt in Gedanken was aus dem Kühlschrank und isst es und der Schmuel guckt ihn nur so an und er so, entschuldige, ich gebe dir auch was, aber wenn der Kotler wiederkommt, na, ist doch egal, jetzt isst doch mal was. Und er gibt ihm ein Stückchen Hühnchen, das er runterschlingt, plötzlich steht der Kotler im Raum und sagt, habt ihr etwa geredet, du sollst arbeiten, hast du Essen gestohlen, er hat's mir gegeben, er ist mein Freund. Bruno, kennst du diesen Juden? Nein. Und nach diesem Verrat kommt der Schmuel tagelang nicht mehr zum Zaun. Irgendwann taucht er endlich wieder auf und sein ganzes Gesicht ist voller blauer Flecke. Und der Bruno so, Schmuel, es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, warum ich gelogen habe. Und er so, schon gut. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Hattest du einen Fahrradunfall? Bruno ist schon ein bisschen sehr naiv. Ein Jahr, nachdem sie nach Auschwitz gezogen sind, das natürlich in Wahrheit Auschwitz heißt, stirbt Brunos Oma. Sie fahren zur Beerdigung nach Berlin. Hinterher ist der Kotler weg, aber Schmuel ist noch da. Und um die ganze Situation ein bisschen besser zu verstehen, unterhält er sich dann mal mit Grete und sagt, wieso sind denn diese Leute alle hinterm Zaun? Ja, damit die Juden sich nicht mit uns vermischen. Ach, sind wir keine Juden? Nein, natürlich nicht. Wir hassen die Juden. Ach so. Und wenig später hat Gretel Läuse, nein, und Bruno auch, und er kriegt die Haare abgeschoren, das sieht man nicht so gut, aber dann sehen sie sich ein bisschen ähnlich. Jetzt sehe ich fast aus wie du, nur dicker. Brunos Mutter streitet sich jetzt immer mit Papa und trinkt aus medizinischen Gründen sehr viel Sherry, bis der irgendwann sagt, also gut, vielleicht ist das doch kein Ort für Kinder, nächste Woche fahrt ihr wieder nach Berlin. Und Gretel so, juhu, aber Bruno hat natürlich gemischte Gefühle, er muss es ja jetzt auch Schmuel sagen. Er sucht ihn wieder, aber Schmuel taucht wieder ein paar Tage lang nicht am Zaun auf. Irgendwann kommt er wieder und sagt, du, mein Papa ist weg, deswegen war ich nicht da. Was, soll ich meinen Papa fragen? Und er so, nein, lieber nicht. Ich habe auch eine Neuigkeit, wir fahren zurück nach Berlin. Ist doch komisch, gell? Da kennen wir uns schon über ein Jahr und haben noch nie miteinander gespielt. Und ich bin nie mit zu dir gegangen. Es hätte dir auch nicht gefallen hier. Ja, aber ich hätte es trotzdem gern gesehen. Und Schmuel so, pass auf, ich besorge dir einen gestreiften Pyjama, dann kannst du mir helfen, Papa zu suchen. Am nächsten Tag gießt es in Strömen, aber Bruno geht trotzdem zum Zaun. Schmuel hat ihm einen Pyjama aus der Kleiderkammer besorgt. Den zieht Bruno an, dann sieht er so ähnlich aus wie Schmuel. Und er kriecht unterm Zaun durch, was hier komischerweise möglich ist. Er ist nicht ganz richtig befestigt. Und dann gehen sie zusammen ins Lager. Dort sehen sie abgemagerte Gestalten und die Soldaten natürlich auch. Und der Bruno so, boah, es ist so schrecklich hier. Die Leute sind alle so unglücklich und so dünn. Und die Soldaten brüllen und lachen, es gefällt mir hier nicht. Aber sie suchen nach Schmuels Vater, was in dem riesigen Lager völlig aussichtslos ist. Irgendwann sagt er, ich glaube, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Plötzlich ertönt ein Pfiff. Und er so, hä, was ist das denn? Ja, manchmal treiben sie Leute zu einem Marsch zusammen. Und dann werden sie in einer großen Gruppe von Leuten weggetrieben und müssen erst marschieren. Irgendwann kommen sie in einen Raum. Und der Bruno so, na, wenigstens regnet es hier nicht, weil es hatte ja vorher geregnet. Und er sagt, es tut mir total leid, dass wir deinen Vater nicht gefunden haben. Und er so, ja, ist nicht schlimm. Du bist mein bester Freund, Schmuel. Und dann sterben sie, denn der Raum ist eine Gaskammer. Seine Kleider werden irgendwann gefunden und sein Vater ahnt, was geschehen sein könnte. Und das ist das Ende des Buchs. Ich habe eingangs schon gesagt, dass man dieses Buch sehr unterschiedlich auffassen kann.
Gut finde ich, dass der Autor das Thema des Holocausts und des Mordes an Millionen Juden Kindern auf diese Weise aus kindlicher Perspektive vermittelt. Andererseits besteht eine gewisse Gefahr in dieser Geschichte. Man kann sie nämlich auch so verstehen, dass es möglich war, im Nationalsozialismus von diesen Verbrechen nichts zu wissen. Und das ist sicher nicht die Absicht des Autors, aber einer der Gründe, warum man Kinder mit dieser Geschichte nicht allein lassen sollte. Und das gilt ja eigentlich für alle Bücher. Redet drüber, lest sie euch vor, spielt damit. Und das, liebe Gemeinde, war Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne.